Meine Lieben, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Und falls ihr das erste Mal hier seid, auch hier erstmal herzlich willkommen. Ich bin Aniva und ich zeige euch jede Woche neue Tipps und Tricks, Styling-Techniken, Produkttests, Produktreviews und noch vieles mehr. Alles rund um das Thema Haare und Locken. Und ich werde euch heute meine Herbstroutine zeigen. Die wurde in den letzten Wochen relativ häufig angefragt, weil wir natürlich auch jetzt gerade Herbst haben und sich da die Frage stellt, worauf achte ich bei den Produkten, worauf achte ich beim Styling, was mache ich anders als in den anderen Jahreszeiten? Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch heute einfach mal, wie meine Herbstroutine aussieht, worauf ich achte und auch welche Produkte ich jetzt heute anwende. Ich würde sagen, damit starten wir auch einfach mal direkt. Und zwar zeige ich euch einfach mal direkt, welche Produkte ich benutzen werde. Ich habe mich hier tatsächlich ein bisschen in die Balea Winter Protect Haarmilch verliebt. Die habe ich euch in dem Video letzte Woche gezeigt. Falls ihr das noch nicht kennt, verlinke ich euch das hier oben und auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz entspannt anschauen. Das ist auf jeden Fall eine Haarmilch, die ist nicht super leicht. Die ist aber auch nicht so ultra dick wie jetzt zum Beispiel die Curl Activated Cream von Cantu. Die benutze ich eher so dann, wenn es wirklich eiskalt ist, wenn wir Winter haben. Und wenn ich natürlich auch merke, dass meine Haare eine richtig krasse Portion Feuchtigkeit brauchen. Hier ist es auch auf jeden Fall feuchtigkeitsspendend. Was hier halt auch cool ist, ist, dass hier sogar draufsteht, wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Trockene Kopfhaut kann auch schon im Herbst ein ganz großes Problem bei vielen Leuten sein. Ich kriege das auf jeden Fall immer wieder durch die ganzen DMs von euch mit. Und wie gesagt, ich habe mich in die auf jeden Fall jetzt in der letzten Zeit echt verliebt. Deswegen werde ich die heute auch anwenden. Und zusätzlich dazu habe ich mir von Giovanni das LA Hole Styling Gel ausgesucht. Das ist ein etwas dickeres Gel, es ist aber lange nicht das dickste Gel, was ich besitze. Also da habe ich auf jeden Fall noch dickere Produkte. Das ist aber auf jeden Fall auch eins, was ich nicht so im Sommer benutze. Also es ist eigentlich wirklich schon so Herbst- und Winterprodukt bei mir. Der erzeugt auch einen schönen Cast, der ist jetzt nicht bombenfest. Also da habe ich auch Produkte, da ist der Cast noch stärker. Aber hier ist ein Cast bei und der reicht mir im Herbst auf jeden Fall vollkommen. Und die werde ich heute in Kombination in meine Haare einarbeiten. Ich werde auch heute wieder in meinen gewohnten drei Partien vorgehen. Ich werde euch hier meine normale Styling-Routine auch hier oben verlinken und unter dem Video in der Videobeschreibung. Genau, und damit würde ich sagen, starten wir auch einfach mal direkt, bevor meine Haare hier noch weiter trocknen. Ich habe meine Haare gerade eben frisch gewaschen. Hier ist nichts in den Haaren drin. Keine Öle, kein restlicher Leave-in Conditioner oder Conditioner. Keine Haarmaske oder sonstiges. Hier ist einfach nur gerade ganz normales Haar, was hier jetzt auch gerade schon wieder echt schnell am Trocknen ist. Deswegen fangen wir mal direkt mit dem Styling an, bevor ich hier nochmal alles extra nass machen muss. Ich werde mir jetzt erstmal wieder wie gewohnt die erste Partie abstecken. Das mache ich egal in welcher Jahreszeit eigentlich immer so. Sorgt einfach dafür, dass ich weiß, dass ich überall gleich viel Produkt eingearbeitet habe. Ich werde euch aber hier oben noch ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar arbeite ich da ein bisschen mehr Haarmilch ein. Einfach weil hier oben natürlich auch die Haare sind, die am meisten strapaziert werden. Das sind die, die sofort den Regen abbekommen. Da kommt der Wind am ehesten ran. Oder zumindest mehr hier oben ran als hier unten. Ne? Also das ist auf jeden Fall das Haar, was am meisten geschützt wird. Und deswegen arbeite ich oben immer noch ein bisschen mehr ein, aber jetzt auch nicht sehr, sehr viel. Aber ich würde sagen, dazu mehr, wenn wir dann soweit sind. Jetzt auf jeden Fall erstmal hier zu dieser Partie. Jetzt kommt erstmal wieder meine Sprühflasche zum Einsatz. Hier habe ich auch einfach nur Wasser drin, da ist nichts irgendwie an Produkten drin. Und werde meine Haare jetzt erstmal wieder ansprühen, weil es hier auf jeden Fall alles schon sehr, sehr trocken ist oder zumindest zu trocken, um da jetzt Produkte einzuarbeiten. Ich achte auch im Herbst darauf, dass ich das Frischgeräusch in den Haaren habe, also dass auf jeden Fall genug Feuchtigkeit da ist, sodass ich die Feuchtigkeit in den Haaren mit den Produkten verbinden kann und das dann auch richtig schön in die Haare einziehen kann. So, und jetzt kommt hier die Haarmilch zum Einsatz. Ich werde euch die Produkte nicht nochmal ganz genau zeigen. Wie gesagt, die Produkttestvideos, wo ich euch die Produkte nochmal ganz von nahen zeige und erzähle, was da alles draufsteht und so, das ist alles hier oben und unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde die auf jeden Fall jetzt einfach einarbeiten. Und auch sowieso alles, was ihr hier in den Videos seht, was ich so an Bürsten benutze, auch die Spange hier oder sowas, alles, was ich so an Tools zeige, findet ihr auch immer alles unter dem Video in der Videobeschreibung, also in dieser Infobox. Und da findet ihr zusätzlich sogar auch noch einen Link zu meiner Amazon Storefront, wo ich euch nochmal alles verlinkt habe, was ich sonst so an Produkten benutze, was ich auch privat für meine Haare benutze, was ich aber auch privat hier im Haushalt, also zum Beispiel so im Office benutze. Das ist alles da in der Amazon Storefront verlinkt. Also schaut da gerne mal vorbei und stöbert euch ein bisschen durch die Kategorien. Vielleicht ist da ja was für den einen oder anderen von euch dabei. Diese Creme hier habe ich auf jeden Fall jetzt eingearbeitet und wie ihr das vielleicht auch schon in der letzten Styling-Routine gesehen habt, arbeite ich jetzt auch schon direkt das Gel ein. Verteile das zwischen meinen Händen und arbeite das jetzt tatsächlich auch auf die gleiche Weise ein, wie ich die Creme eingearbeitet habe. Ich glaube, in der letzten Styling-Routine habe ich euch noch gezeigt, dass ich das Gel manchmal auch richtig so auf die Haare rauflege. Also gar nicht so richtig durch die Haare gehe, sondern einfach nur so quasi die Bündelung ummantel. Mittlerweile mache ich das wirklich anders, weil ich die Bündelung jetzt noch gar nicht kreiert habe und das nämlich gleich erst kommt. Deswegen arbeite ich das Gel jetzt richtig ein, sodass ich das dann auch nochmal mit der Creme verbinden kann.
Und jetzt ist die erste Partie fertig und ich gehe direkt zur zweiten über, ohne dass ich jetzt schon die Demon Brush anwende. Das ist auch was Neues, was ich erst seit kurzem mache. Aber gerade auch in der Herbstroutine finde ich das super praktisch, weil ich im Herbst und im Winter tatsächlich nicht so auf Volumen setze, sondern mehr darauf setze, richtig schön dicke Bündelung zu haben und die Haare so gut wie möglich zu schützen. Ich stecke hier einmal kurz die obere Kopfkrone weg. So, und das hier ist jetzt die zweite Partie, also im Prinzip alles bis auf diese obere Kopfkrone hier. Und hier mache ich es jetzt erstmal kurz genauso wie bei der ersten Partie. Das heißt, ich sprühe das jetzt erstmal wieder so lange an, bis ich das Quischgeräusch drin habe. Dann arbeite ich die Haarmilch ein und dann das Gel. So, ich habe es alles eingearbeitet und habe auch hier schon beide Partien quasi zusammengeführt. Also es ist jetzt quasi eine riesige Partie. Und jetzt kommt wieder meine Demon Brush zum Einsatz. Ich habe immer noch alle 7 Reihen drin. Ich habe tatsächlich jetzt auch in der letzten Zeit überlegt, ob ich hier mal wieder ein paar Reihen rausnehme, weil ich ja gerade, wie gerade eben schon gesagt, eigentlich immer gucken will, dass ich relativ dicke Bündelungen habe und ich wirklich mehr darauf setze im Herbst und im Winter, dass die Bündelungen geschützt werden, dass meine Haare geschützt werden und nicht irgendwie komplett frizzy und voluminös sind. Wobei man auch sagen muss, der Frizz, der kommt von alleine bei diesen feuchten Jahreszeiten. Also ich finde, gerade so im Herbst, wenn wir so richtig regnerisches Wetter haben und ich dann rausgehe, dann merke ich auch immer so ein bisschen, wenn ich kein Gel drin hätte, dann würden meine Haare jetzt irgendwie nach oben gehen. Die würden einfach komplett frizzy aussehen und die Wassertröpfchen würden sich irgendwie da drauf sammeln und es würde einfach ganz, ganz weird aussehen. Deswegen habe ich auch schon immer darauf gesetzt, im Herbst und im Winter ist wirklich der Schutz die Priorität und da will ich dann auch so richtig schön dicke Bündelung haben. Deswegen arbeite ich manchmal auch ein bisschen im Mix mit der Demon Brush und Finger Coiling zusammen. Einfach gerade, weil bei Fingercoiling nochmal die Locke perfekt definiert werden kann und man dann auch noch wirklich sehen kann, dass sie dann auch richtig schön definiert bleibt. Bei der Demon Brush ist es bei meiner Lockenstruktur nämlich so, dass ich manchmal so ein bisschen wellenartige Locken habe, einfach weil die vielleicht schon zu lang sind oder weil ich das da hinten am Hinterkopf nicht so ganz mit der Demon Brush hinbekommen habe. Und dann sehen die eben so ein bisschen wellig aus und es kann dann in den nächsten Tagen halt ein bisschen auseinandergehen. Wenn ich dann nochmal mit Fingercoiling rübergehe und das wirklich zu einer richtig schönen Locke mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Locke in 3-4 Tagen immer noch genauso schön aussehen kann, wenn ich das refreshe, sehr viel höher. Deswegen arbeite ich gerne so im Mix mit Demon Brush und Fingercoiling zusammen. Aber ich zeige euch das gleich auf jeden Fall noch. Wir gucken jetzt erstmal, wie das hier läuft. Und hier mache ich es jetzt auch wieder so genauso wie sonst auch immer. Ich setze die Bürste ganz am Ansatz an, ziehe die Haare jetzt vom Kopf weg und dabei drehe ich die Bürste, um hier so ein bisschen Spannung zu erzeugen. Und dann habe ich hier schöne Bündelung erzeugt. Man kann natürlich jetzt das hier, ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz direkt, man kann jetzt natürlich diese Bündelung auch einfach mit Fingercoiling bearbeiten. So, dass man dann hier einfach eigene Locken kreiert. Dauert aber natürlich alles ein bisschen länger, ne? Da muss man dann auch immer wieder gucken, egal wo man jetzt am Kopf ist, muss ich die Haare nochmal anfeuchten, damit ich die definieren kann, weil natürlich das Slip, auch wenn die Haare trocknen, ein bisschen mit Flöten geht. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel gerade 3 richtig schöne dicke Klumpenbündelung erzeugt, einfach nur mit Fingercoiling. Das geht also auch. Aber ich gehe jetzt einfach erstmal weiter um den Kopf rum und wende die Demon Brush an. So, ich habe die Demon Brush jetzt angewendet und jetzt gehe ich einfach nochmal so über so einzelne Strähnen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die sind nicht wirklich dick geworden, wie jetzt hier zum Beispiel. Das ist alles irgendwie nicht so ganz erfolgreich gewesen mit der Demon Brush. Da gehe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen rein und wende da Fingercoiling an, um das einfach nochmal ein bisschen zu definieren. Was auch ein ganz, ganz cooler Tipp ist, ist, dass man hier unten die Haare vom Nacken nochmal mit Fingercoiling bearbeitet. Mir schreiben regelmäßig so viele von euch, dass die irgendwie echt Probleme haben mit den Locken im Nacken, auch gerade wenn man irgendwie jetzt wieder anfängt, einen Schal zu tragen, das alles so ein bisschen platt zu drücken, da kann es natürlich sehr, sehr schnell auch zu Knoten kommen. Und ich finde, dass es, wenn ich da Fingercoiling anwende, gerade bei den Locken, die direkt am Nacken sind, das habe ich jetzt hier zum Beispiel gerade gemacht, das sind jetzt so richtig schön definierte Locken, dass sie dann auch nachher, wenn die Haare trocken sind, immer noch genauso aussehen. Und das dann auch wirklich, wirklich, wirklich hilft, wenn man dann irgendwie einen Schal trägt und die Locken sich da irgendwie alle verknoten wollen, aber die Haare eigentlich so schön definiert sind, dass man das immer wieder mal so ein bisschen unter Kontrolle bringen kann. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass wenn ihr eure Haare stylt, dann die Haare da direkt am Nacken nochmal so ein bisschen extra definiert. So, ich scrunch diese Partie jetzt nochmal ein bisschen durch, auch nur ganz, ganz vorsichtig und kontrolliert, weil die hier jetzt auch eigentlich schon im Prinzip fertig sind und anfangen können zu trocknen. Und jetzt geht es noch eben an die dritte Partie. Die sprühe ich jetzt auch erstmal wieder an.
So, und hier arbeite ich jetzt auch wieder die Creme ein, aber arbeite da einfach ein bisschen mehr ein als bei den anderen Partien. Einfach wie gesagt, das ist hier die Partie, die am meisten abbekommt von dem Wetter, von den Temperaturen. Und daher kann die auch ein bisschen extra Pflege bekommen. Und dann top kommt jetzt das Gel und da benutze ich auch einfach ein ganz bisschen mehr als bei den anderen beiden. Jetzt nicht sehr, sehr viel, aber eben halt genug, um die Haare hier alle einmal irgendwie zu ummanteln und das auch richtig einarbeiten zu können. So, und wenn man das eingearbeitet hat, dann geht es jetzt im Prinzip einfach wieder an die Styling-Technik. Hier hat man jetzt auch wieder die Möglichkeit, einfach mit der Demon Brush das alles einfach so zu stylen, wie ihr das sonst auch macht. Oder ihr nehmt einfach für diese ganze komplette Partie Fingercoiling. Dann habt ihr wirklich hier ganz oben auf den Haaren drauf richtig schön definierte Locken. Ihr habt das alles mehr unter Kontrolle. Wenn ihr da zum Beispiel auch wie ich irgendwie so wellenartige Locken habt, wo die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass sie sich irgendwie trennt oder so, dann könnt ihr da auf jeden Fall mit Fingercoiling ein bisschen entgegenwirken. Ich mache es hier jetzt einfach genauso wie bei den anderen beiden Partien. Also ich gehe jetzt einfach erstmal mit der Demon Brush hier durch. Hier vorne an der Stirn wende ich ja sowieso immer Fingercoiling an, weil ich hier diese ganzen kleinen Babylöckchen habe. Aber auch gerade hinten, wenn es wirklich um diese Haare hier geht, die dann auch hinten über dem Hinterkopf liegen. Und ihr da auch sagt, das ist eigentlich immer so die Partie, wo ich am meisten Frizz habe, weil es irgendwie an der Kapuze reibt, weil es irgendwie am Schal reibt oder so, dann ist da Fingercoiling auf jeden Fall auch eine ganz, ganz gute Methode. Ich nehme jetzt hier auf jeden Fall erstmal die erste Partie, nehme die nach hinten und dann drehe ich auch hier wieder die Bürste, damit sich Spannung aufbaut und lasse das da nach hinten fallen. Und so arbeite ich mich jetzt ein bisschen nach vorne. Guck aber auch da, dass die Bündelungen dick genug sind, sodass dann auch durch die Demon Brush etwas dickere Bündelungen entstehen können. So, meine Haare sind im Prinzip fertig gestylt. Ich habe das jetzt alles mit der Demon Brush bearbeitet, habe aber gleichzeitig auch nochmal ein bisschen Fingercoiling angewendet. Ihr seht das hier an den sehr definierten Locken, dass da einfach nochmal ein bisschen mit Fingercoiling rübergegangen wurde. Auch auf der Seite hier seht ihr jetzt zum Beispiel an denen hier vorne, die sind sehr, sehr definiert. Da habe ich Fingercoiling angewendet und die etwas längeren dann einfach alle nur mit der Demon Brush. Ich werde das jetzt aber trotzdem nochmal ein bisschen durchscrunchen. Auch hier wieder ganz, ganz vorsichtig, um die Bündelung jetzt nicht irgendwie noch auseinanderzureißen. Ich werde mir jetzt hier noch solche ganz kleinen, flachen Spangen direkt hier bei meinem Scheitel einmal reinsetzen. Einfach nur, damit ich sehen kann, dass die Babylöckchen alle auch hier vorne in ihren Strähnen bleiben, solange ich meine Haare trockne. So, ich habe jetzt diese Spangen hier drin. Ich hoffe, das bleibt jetzt da drin. Und das funktioniert alles in Verbindung mit meiner richtig geilen Diffuser-Haube. Die habe ich euch ja schon in ein paar Videos gezeigt. Ich schwöre immer noch auf die. Ich habe euch die auf jeden Fall hier unter dem Video in der Box verlinkt. Guckt euch die auf jeden Fall an. Ich finde sie super, super geil. Und die werde ich jetzt erstmal aufsetzen. Dann knote ich mir das hier noch zu. Dann kommt der Teil hier einfach noch auf den Föhn drauf. Und jetzt kann es im Prinzip auch schon losgehen. Ich werde meine Haare jetzt komplett trocken diffusen in dieser Haube hier. Ich drehe die immer alle 5 Minuten, dass diese Schleife quasi einmal um meinen ganzen Kopf geht. Und dann sind meine Haare in der Regel auch trocken. Und ich gucke auch, dass ich wirklich auch ein bisschen in Bewegung bleibe und nicht alles hier unten bleibt, weil meine Haare halt relativ lang sind. Die werden also jetzt ein bisschen nach oben gepresst. Aber ich finde einfach diese Diffuserhaube gerade auch im Herbst richtig nützlich, weil alles quasi gleichmäßig trocken wird und sich auch gleichmäßig ein Cast bildet. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Plus. Deswegen finde ich diese Diffuserhaube gerade jetzt auch im Herbst richtig stark. Und genau, ich würde meine Haare jetzt einfach erstmal trocken diffusen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare müssten jetzt komplett trocken sein. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ist auf jeden Fall alles wieder so ein bisschen zusammengeschrumpft. Ein bisschen Länge ist weggekommen. Aber wir sehen auf jeden Fall auch, die Definition konnte sich halten. Und es hat sich ein Cast gebildet. Meine Haare sind auf jeden Fall komplett trocken. Das merke ich auf jeden Fall. Auch an der Kopfhaut fühlt sich alles trocken an. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach mal diese kleinen Spangen raus. So, so sieht das jetzt gerade aus. Von der Länge und von dem, wie sich das hier alles hochgezogen hat und wie sich der Cast gebildet hat. Ich werde das jetzt erstmal alles ausscrunchen, ein ganz bisschen aufschütteln. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will eigentlich nicht jetzt um ganz viel Volumen kämpfen. Ich werde auf jeden Fall gucken, so viel wie möglich an Frizz zu vermeiden, aber trotzdem irgendwie auch schön definierte Locken zu haben und dass es trotzdem noch ein bisschen fluffig aussieht. Von daher, genau, mache ich das jetzt einmal und dann gucken wir uns das Endergebnis an.
So, das ist das Endergebnis und ich finde, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde auf jeden Fall, dass durch die Diffuserhaube auch nochmal ein bisschen Volumen dazugekommen ist, ohne dass die Bündelung sich irgendwie geteilt haben. Ich finde auf jeden Fall, dass die Definition bis in die Spitzen geht und dass es auch richtig schön voluminös aussieht. Also es ist durch diese Diffuserhaube alles wieder so ein bisschen nach oben gedrückt worden und dadurch gewinnt man eben nochmal ein bisschen mehr an Volumen. Ich habe euch vorhin gesagt, Volumen ist für mich jetzt eigentlich gar nicht mehr wichtig. Ich will wirklich gucken, dass ich die Definition habe und dass ich auch den Halt durch das Gel habe, durch den Cast habe, sodass die Bündelungen eben alle geschützt sind und das auch über mehrere Tage hinweg. Und ich finde, da hat die Diffuserhaube wieder einen ganz tollen Job geleistet, weil dadurch, dass es alles eben so nach oben gegangen ist, habe ich neben der Definition und dem Halt jetzt auch noch extra Volumen bekommen. Was auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass die Strähnen, die ich mit Fingercoiling bearbeitet habe, wie zum Beispiel die jetzt ganz unten, die vom Nacken, die sind richtig, richtig schön definiert und das ist das, was ich vorhin meinte. Je definierter die Locke am Nacken ist, desto mehr habt ihr sie unter Kontrolle. Ihr könnt da wirklich gucken, dass die Locke definiert ist und wenn sie definiert ist, dann bilden sich nicht so schnell Knötchen. Also kann euch das auf jeden Fall auch noch helfen. Insgesamt muss ich wirklich sagen, gefällt mir das Ergebnis richtig gut. Durch die Definition glänzen meine Haare auch wieder. Es ist aber ein natürlicher Glanz. Es ist jetzt nicht so in-your-face-Glanz. Ich finde auf jeden Fall, dass der Frizz-Faktor sehr gering ist. Das ist vielleicht hier vorne ein bisschen was und auch hier, da wo ich jetzt diese Spangen drin habe. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich seit Ewigkeiten mal wieder einen Seitenscheitel habe. Sonst habe ich den ja immer hier direkt in der Mitte. Also das kann natürlich auch jetzt sein, dass sich da irgendwie die Haare erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen müssen, anders zu liegen. Ja, ist tatsächlich ein Phänomen, was es gibt. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, gefällt mir das Ergebnis. Ich habe hier eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Und das ist im Prinzip auch wirklich das, worauf ich im Herbst setze. Also guckt wirklich, dass ihr richtig schöne Bündelung habt. Benutzt Produkte, die die Bündelung kreieren können, aber auch mit dem Gel dann zum Beispiel den Halt geben können, den Cast geben können, sodass die Bündelung ummantelt ist. Arbeitet neben der Demon Brush vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Fingercoiling, um da eben noch ein bisschen mehr Definition reinzubekommen. Dann minimiert ihr nämlich die Möglichkeit, dass sich irgendwie Knötchen bilden können, was dann beim nächsten Waschtag wirklich ganz, ganz anstrengend werden könnte. Genau, und ansonsten würde ich sagen, beenden wir dieses Video hier an dieser Stelle erstmal wieder. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesem Ergebnis sagt, was ihr zu meinen Tipps für den Herbst sagt. Falls ihr noch weitere Tipps habt, schreibt die auch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr alles noch so für Tipps im Petto habt. Falls euch dieses Video allgemein gefallen hat, würde ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.